Hallo und willkommen zurück in der Bloodlines League von Path of Exile. Und heute wird's romantisch mit der Hatkoshi. Wir sind am Strand. Schön. Schön, Sonnenschein ne? haben wir nicht, dafür Mondlicht. Ja, das Problem ist nur, Sterne bestimmt. wenn du dich mit dieser Halskrause da auf eine Luftmatratze oder so legst, ne? Ist um. Ist nicht so gut. Nee. Aber du mit deinem Aufhänger da hinten geht auch nicht viel besser. Ja, weiß nicht, da kann man wenigstens, wenn Obi gerade am Ersaufen ist, kann man wieder rausziehen schnell, Und wenn er weißt mit dem Rücken auf der Luftmatratze liegt, dann bildet sie auch eine Mulde, die mit Wasser vollläuft. du? Ja, klar, aber wie gesagt, bevor er absäuft, greift man einfach schnell ins Wasser, zieht ihn am Henkel wieder raus Und hängt an die Wand zum Trocknen. und hängt ihn an die Wand zum Trocknen, genau. Ja, in den Falten sammelt sich auch immer so viel Wasser. Das dauert eine ganze Ja. Weile, bis das abgelaufen ist. Sind wir wieder böse? Ja. Wir sind übrigens in Cruel, apropos böse. Mark of Cannibalism. Aber auch jetzt tun die Bloodlines noch nicht wirklich weh. Bin mal gespannt, ob sich das noch ändert. Jo, Oder mit wann sich. Sicherheit. Ja, ob ist eigentlich nicht die Frage, sondern wann. Wann dieser Punkt kommt, wo man merkt, hey. Von jetzt auf gleich, geht nicht mehr. Ich bin dann mal weg oder so. Hat es heute komisch Oh, aufgebaut. Blood Magic übrigens. War doch Blood Magic, oder habe ich mich falsch verlesen? Jo. Nehmen wir das mal. Mein Mana ist banned, mein Mana ist banned, was soll denn das? Schlag mal so zu. Und den Scheiß hier mache ich aus, da wird man ja bekloppt bei immer noch. Wer doch bekloppt. Wer hat bekloppt? So, was war's Was denn? ist denn Ja, es war hier? die Blood Was ist denn hier Magic. Sehr los schön. jetzt? Ist ein bisschen orientierungsloses Rumgeeier wieder, aber das seid ihr ja gewohnt. Wie machen Aber wir es? sieht Wir doch irgendwie machen. anders aus heute hier. Nö, passt schon. Und nö, passt. Machen wir die Insel, ja, oder? Ja, nehmen wir alles mit. Was macht denn meine Cold Resistance? Die müsste eigentlich ziemlich gut sein. 68%. Wenn du da auch so um die 50 hast, dann ist auf der Insel keine Gefahr. Ich habe überall 70. Immer noch? Wir sind jetzt in Cruel. Oh, müssen wir nochmal gucken. Nur so als kleiner Hinweis. Ja, überall 45 plus. Auch bei Cold, also dementsprechend 50 oder so mehr. Dann wäre Bei es. Cold sind es 52, ja. Ja, okay. Dann sollte es etwa gehen. Wir wollen ja kein Risiko eingehen, ne? Ihr wisst ja. Was? Shared was? Shared Boom. Ne, keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Shared Doom? Shared. Wie hieß die? Keine Ahnung, ich habe es gar nicht gesehen. So schnell. Opi hat zu fest zugehauen. Der Ember-Style bekam den nicht. Der wird's gewesen sein, ja. Der Opa Ember-Style. Aber hallo. Was denn sonst? Glaubst du etwa deine Popelfeile da? Popelpfeile, soll ich dir mal einen Arsch schießen? Der Du popelt sich da auch rein. kannst zielen üben und durch den Ring da hinten am Nacken schießen. Direkt ins Genick schießen. Direkt ins Genick. Opi merkt das nicht so. Nee, mit seinen multiplen Nervenleiden kriegt er sowas auch nicht mit. Ach, die Tussi. Oh, ein bisschen stunnen hier. Guck hier, Opa hat gerade einen Pfeil im Oberschenkel gehabt von den komischen Skeletten hier. Ist Der ihm merkt das vollkommen nicht. egal. Genau. Da Finde ich immer steht er ganz cool, wenn drüber. man da manchmal so gepierst ist, aber so komplett übersät mit Pfeilen von anderen. Das hat dann schon was. So, was haben wir diesmal? Union of Souls. Kennen wir schon. Lass euch mal was Neues einfallen. Oh, ein bisschen Lightning Damage. Ich frage mich gerade. Na gut, das macht ja nicht so viel Damage. Aber wenn man so einen Schrein hat und dann Reflect Unique kommt,
Kriegt man auch schon einen reingebraten, wenn man dann noch entsprechende Lightning Modifier hat. Ich weiß gar nicht, ob die da greifen. Müssten aber eigentlich. Weiß nicht. Ah, Tidal Island. Tidal Island, jawohl. Tidal Island, genau. Die Tidal Island. Tidal Island heißt das. Tidal Island, auch gut. Jetzt kriegen wir einen für Paraden. Und das hier. Und das da. Das geht ja mal gar nicht hier, die zwei. Warte, was wird das? Das hatte Potenzial, sag ich mal, aber zum Glück waren die harmlos. Oh, hier liegt ein 20% Superior Health. Oh, Glückwunsch. Danke. Zur wahrscheinlich größten Redstone, den es gibt. Nee, geht noch ein bisschen größer. Jetzt mal doof fragen, waren hier schon immer die Geister? Ich bin irgendwie gerade irritiert. Waren die hier wirklich? Paired Goon war das vorhin gewesen, ne? Ja, genau. Und auch jetzt weiß man nicht so recht, was das war. Shared, was hießen sie? Boon. Boon. Geteilte Bohne? Nein. Das wäre Bean. Das wäre Bean. Geteilter Knochen wäre Bone. Boon, was ist denn Boon? Englisch 6 Sätzen. Nee, das sind aber auch die Worte, die man, glaube ich, im Englischunterricht nicht so unbedingt drangenommen hat. Boon. Die Hardcore-Uzi hat im Englischunterricht ziemlich vieles drangenommen, aber... Das war rangenommen, nicht... Ach, das war rangenommen. Das war was anderes, ja. Nee, das war nicht Englisch, das war Französisch. Oh Gott, ist das aber... Ein Diamond Ring, den nehme ich immer ganz gern mit, weil ich ja auch eventuell mit dem Charakter... Ach, hier ist er ja schon. Sag doch was. Hat er doch. Ist er jetzt mal gut? Kann man hier mal einmal Luft holen? Leute, was ein Stress. Ja, irgendwie schon, aber der war ja zum Glück harmlos. Zum Glück hat der sich nicht mit den anderen Auren da vermischt. Oh ja. Ja. Das wäre jetzt auch blöd, wenn ich ihn nicht gekriegt hätte, ich bitte dich. Da muss ich Opa halt auch einfach ein bisschen schneller bücken. Ja, das kannst du ja mal voll... Oh! Ja, Gott. Irgendwie ganz lustig, ne? Die letzten Male, wo wir auch so im Offscreen auf dieser Insel waren, hatten wir immer einen Dungeon. Letztens dann den mit diesen Totems, mit tonnenweise Totems. Oh! Was, schon wieder? Ja, bin auch sehr überrascht. Positiv überrascht. Es gibt Schlimmeres. Kann ich jetzt endlich mal diese Orb aufnehmen, da ist als dieser Typ hier im Weg. Ja, dann tun wir uns doch da mal reinmachen, oder? Denk mal, auf jeden Fall. So mutig sind wir. Ja, Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich mach mal ganz kurz meinen Level, ne? Du wachst am besten ein bisschen. So. Ich wäre dann soweit. Also denk dran hier, Reduce Recovery, das heißt also frühzeitig schlucken. Achtung, hier ist ein Unique. Was macht denn das Unique? Wo kam denn, warum war da, was, warum war da ein Unique? Das weiß ich auch das nicht. Das war doch 100 Pro von der Bloodline. Das und eigentlich gewesen. Oder war das ein... Was war... Warum kam da... Was war das? Da, puh. Das schaue ich mir auf jeden Fall im Video nochmal an. Interessant. Mach gerade mein Level schnell.
Ja, ich habe hier noch ein paar Skills zum Hochleveln. Increased Area of Effect, das ist interessant immerhin. Und ansonsten muss das hier Kann es eine. weitergehen? Kann es weitergehen? Uschi ist schon wieder weg. Ja, die wollte noch mal schnell um die Du Ecke. entkommst mir nicht. Die musste mal. Ach so. Ja, ich meine, auch Helden, ne, müssen mal. So ist es. Opi, kein Problem, der hat ja die Windel. Boah. Huch, jetzt habe ich Lags. Ich auch. Ich gönne mir mal was, das nennt sich OOS, aber ich glaube ja doch so ein bisschen hat's mich geportet. So, ja, wen haben wir Oha. da? Oh! Ach du Sau! Oh. Ja, du brennst. Was war's? Ein Korallring. Das habe ich gesehen, ja. Ich überlege mir gerade, was das für eine war, was diese Unique. Überhaupt nichts. Ich zeig mal schnell. Zeichen Sie mal, ich krieg's gerade nicht zugeordnet. Neben Stärke, Leech und Endurance Charge Maximum. Ja, okay, das ist aber so ein schöner Starterring, den man sich aufheben kann für Klar. Level 1 Charaktere. Du kannst nämlich gleich von Anfang an und so, ne? Oh. Chaos, Schaden, Achtung. Wenn du in diesem Bond drin stehst, ist es Chaos. Ist fies, ja. So, dann haben wir die schon mal weg. Jetzt kommt der Boss. Der Big Boss. Ach, du Gott. Den müssen wir schnell machen. Oh. Sterben. Oh. Puh, ja, wenn die alle mal schießen. Boah, das Zum war Glück hatte jetzt. ich diesen schönen, also mit dem AOE war es gut. Oh, noch ein 20er. Wahl Burning Arrow, hier bitteschön. Ist gut. Da war noch ein 20er, ne? Ja, auch schön. Quality. Auch schön. All Burning Arrow. Uiuiuiuiui. Also da war jetzt der Static Strike recht praktisch für und vor allen Dingen auch der Aschenharald. Nun gut. Nicht unkritisch. Rook Party, das lassen wir. Sind wirklich sehr viele Rares heute. Und Champions. Doch schön. Ziemlich krass. Superior Saphir Flask mit 12%. Oh. Leider nicht magisch, aber das können wir ja noch ändern. Ich wollte mal sagen, das ist das kleinste Problem. Was? Was ist das denn? Lieber weggehen. Oh. Was? Wo kommt denn der Hallo? schon wieder her? Das ist schon wieder der Typ. Das ist 100 Boah, so eine Plattline da. Wow. Hau ab. Strick. Boah, du Kuh. Das ist von, wenn, Ja, bei aber der ich sehe einen noch nicht den Plattline. Zusammenhang zu irgendeiner. Doch, hier war eine Plattline. Die habe ich wieder umgehauen. Und das war derselbe Gegner wie eben. Der beschwört, das hat man schon gesehen, aber jetzt das mit diesen komischen Feuerexplosionen da, das kannte ich noch nicht. Ui. Also bei der Plattline ist es scheinbar so, wenn du sie killst, kommt dieser Unique.
Als kleines Abschiedsgimmick. Als kleines Gimmick. Und der hat's schon in sich, meine Herren. Oioioi. Und das können wir nicht so richtig umgehen. Doch, nicht töten. Im Zweifelsfall lässt man einen leben. Aber, ist mit den ganzen AOEs nicht ganz so einfach zu handeln. Aber ich habe jetzt leider schon wieder, das werde ich mir aber auch wieder, also ich muss dieses Video scheinbar selbst ausführlichst angucken. Ich habe mir es jetzt schon wieder nicht gemerkt, wie die Bloodline hieß. Aber das hätte ja durchaus einen gewissen Vorteil, wenn man das nächste Mal wüsste. Ist doch jedes Mal wieder von Neuem spannend. Ja. Genau. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist es plötzlich ganz unspannend. Was macht's Inventar? Wir geben mal die Quest ab, würde ich sagen. Müsste einen Book of Skill geben. Das wäre was. Hätte was, dann wäre ich auch endlich am Ziel. Ja, wobei noch nicht ganz. Na, ich habe gerade wichtige Level zu vergeben, die alle Effekt haben. A Medicine Chest. Das wäre auch noch sowas. Chest. So, Quicksilver Flask, Döns, ja, Giant Flask, super. Nehmen wir doch Quicksilver in magisch. Die Quicksilber habe ich bereits den in Rest magisch. Den Rest kriegt man Ach so. Giant Mana. Komm, puh, ach, egal, das ist alles Kopf wehgesprungen. Giant Life, so. Haben wir das und beim Bestel gibt es das Book. Ne, gibt es ein Skill. Oh, ich dachte, das wäre ein Book. Increased Burning Damage, das könnte ich natürlich dem Harald geben. Mini-Physical haben wir schon. Iron Will ist nicht sinnvoll. Reduced Mana wird noch sinnvoll. Jetzt gibt es wieder, das ist so typisch, man hat mal hier die Auswahl und kann im Grunde genommen nichts nutzen. Bräuchte nichts und jetzt könnte ich hier keine Ahnung wie viel nutzen. Increased Burning Damage wäre cool. Reduced Mana wäre sau cool. Increased Duration wäre cool für Herald of Ash ebenfalls. Ist doch ein Duration, oder? Ist das mit Duration? Oh, das wüsste ich jetzt nicht. Burning? Burning Damage? Das weiß ich jetzt nicht. Wieso gibt denn ein Item mit 20% Quality beim Verkauf nur ein Skull Fragment? Weiß ich nicht. Komisch, oder? Ja. Bei dem anderen hat's geklappt. Bei dem einen gibt's nur ein Skull Fragment. Ist es magisch? Blau, ja. Könnte sein, dass es daran liegt. Oh, Reduced Mana oder Burning Damage, was mache ich denn? Reduced Mana für später nicht unwichtig, aber gerade geht's. Lass uns mal den Burning Damage nehmen. Kriegt der Harald noch mal ein bisschen was. Ja, komm, so machen wir das. Jetzt habe ich dann wieder nur dumme Auswahl bei den Skills. Blind als Support kann ich ja nicht wirklich gebrauchen. Multiple Traps auch nicht. Ansonsten Faster Attacks genauso wenig. LMP habe ich schon. Und Pierce. Dann nehme ich aber den LMP für meinen zweiten Skill. Warte mal, was? Hast du nicht irgendwie Reduced Mana oder so auch? Nö. Welcome. Oh, okay. Spell Damage, das kann fort, das sowieso. Extra Charges sind nicht uninteressant. Your Movement is not blocked by enemies. Ah. Ups, sorry. Kenn ich gar nicht. Im Tornado Shot muss ich Pierce ja nicht zusetzen, weil der pierst ja automatisch. Der Tornado Shot pierst? Nein. Doch, fires a piercing shot that travels until it reaches the target location. Ah, okay.
Ja, jetzt sind wir mal endlich wieder am Verkaufen hier in der Stadt. Das haben wir schon so lange nicht mehr gezeigt. Ist das nicht spannend? Toll, oder? Ihr seid alle begeistert, ich weiß. Aber hey, es gehört auch mal dazu, oder? Ach Mann, ich krieg mich aber auch gerade teilweise nicht entschieden hier. Den Kram hauen wir weg bei der Flasche, bei den oder bei den Flaschen. Werde ich jetzt nochmal ganz kurz schauen müssen. Das ist eigentlich meine Buff-Flasche hier, Increased Armor, die behalte ich. Wir nehmen das Lebensfläschchen hier. Increased Recovery Speed ist auch gut. Nee, das lassen wir mal so, wie es ist. Das lagern wir alles ein. Ich kannte das noch gar nicht hier, diese eine Flasche, die Quarz-Flask. Die, was? Quarzflasche. Your movement is not blocked by enemies. Also irgendwie, entweder habe ich das gekonnt ignoriert oder es ist mir tatsächlich bisher noch nicht begegnet. Wahrscheinlich. Bin da gerade etwas verwundert drüber. So, wir haben leider keinen blauen Sockel und diese billigen Boots färbe ich nicht um. Da hoffe ich einfach, dass es bald frische gibt. So, die Blood Magic lassen wir mal hier. Ein Flicker Strike lassen wir auch. So, machen wir mal schneller weiter. Die Sekunde noch. Ja, das ist jetzt eh ein Riesenproblem, dass unsere Coast resettet wurde, oder? Nee, ist es nicht. Jo, wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge wieder, denn das war's dann jetzt auch schon wieder. Ach Gott, das geht immer so schnell. Traurig. Matze und ich werden uns jetzt im Offscreen ganz kurz vorarbeiten wieder. Ach nee, den Quatsch. Den Wegpunkt hat man ja schon in die Mud Flats, siehst du mal. Den hat man ja schon genommen. Ne? Die Mudflats, ja. Oder? Doch, das ist ja den wir gerade Über den hergekommen sind. wir hergekommen sind, gell? Ich dachte irgendwie gerade, wir wären irgendwie nach der Inni. Nein. Wir waren ja schon in den Mudflats. Also dann sehen wir uns dort auf jeden Fall wieder. Und ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwie meine Items umfärbe. Da bin ich gerade noch so. Unzufrieden. Ja, ich hätte schon gern diesen Increased Burning Damage, aber mal gucken. Vielleicht warte ich auch einfach geduldig. Der Schaden ist ja momentan hoch. Es sei doch einfach mal gemütlich. Ja, bin ich, genau. Wir sind jetzt mal gemütlich und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.